Mit freundlicher Unterstützung der Shooters Con aus Butzbach kann ich euch hier eine Waffe vorstellen, die auch schon mal bei mir angefragt wurde. Und zwar Schmeißer Hugo 1911er 5 Zoll, sprich Full Size Kaliber 45 Auto. Und ich will nicht lang drum rumreden, wir holen das Ding mal aus dem Koffer raus. Es handelt sich hierbei um eine werksneue Waffe. Mit im Lieferumfang enthalten haben wir ganz klar die übliche Bedienungsanleitung und wir haben zwei Magazine. Und das sind 8 Schussmagazine. Plus, was hier nicht erforderlich ist, ein Einstellschlüssel für verstellbare Visierung. Wir bewegen uns hier im Bereich der 1911er, sprich Single Action Only Waffe, wie gehabt. Griffsicherung, Flügelsicherung, skelettierter Hammer, Naulenvisierung, starr, 3 Punkt, sehr, sehr kontrastreich, sieht aus wie aus einem Guss und 1911er, untypisch eher, aber in der modernen Zeit erforderlich, Zubehörschiene für Mantis X zum Beispiel, was ihr auch in der Shooters Corner beziehen könnt, um mit dem Teil auch ein bisschen zu Hause das Trockentraining ein bisschen interessanter zu gestalten. Die Griffschalen, sehr, sehr aggressiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnten für meine Hände einen Tacken dünner sein, aber nichtsdestotrotz, sie liegt trotzdem 1911er typisch sehr gut in der Hand. Die Griffsicherung lässt sich super runterdrücken. Abzug ist ein Dienstabzug, das muss man ganz klar dazu sagen. Das heißt, er ist verhältnismäßig straff eingestellt. Ich vermute mal, irgendwo so 2,5 Kilo dürfte der liegen, schätzungsweise, inklusive Triggerstop hier vorne. Was mir beim Schießen bei dieser Waffe allerdings aufgefallen ist, das ist aber kein Drama, da das relativ einfach behoben werden kann. Es ist halt eine 1911er und dadurch sehr, sehr modular aufgebaut. Aber uns ist hierbei aufgefallen, dass der Reset, wenn ich in den Reset reingehe, gucken, was mit dem Abzug passiert. Ja, er klebt ein bisschen. Das schleift sich aber mit der Zeit durchaus ein. Ja, also man sollte immer erwägen, wenn man eine 1911er sich kauft, dass da auch durchaus hier und da ein paar Nacharbeiten erforderlich sein können. Zerlegen erspare ich mir bei dieser Waffe. Ich kenne mein Glück, ich haue hier gleich so ein Idiot Scratch rein. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist eine werksneue Waffe. Von daher sparen wir uns das einfach mal. Preislich liegt die Schmeißer Hugo in der Shooters Corner in Butzbach bei 1590 Euro, was auch hier ein absolut gerechtfertigter Preis ist. Es ist eine sehr schwere Waffe, hohes Eigengewicht, schießt sich auch sehr schön, das werdet ihr auch gleich sehen. Ich durfte sie mit 45 Auto ein bisschen knechten, obwohl ich eigentlich nicht mehr so der 45er Fan bin, aber ziemlich cool. Wir haben skelettierten Hammer, Ambidextrous Flügelsicherung, die natürlich das Cocked and Locked zulassen. Wird auch zeitgleich als Daumauflage verwendet, damit man nicht versehentlich beim Schießen die Sicherung einsetzt. Das hier ist 5 Zoll Full Size 1911er Schmeißer Hugo Made in Germany. Dann wollen wir jetzt mal die Schmeißer Hugo Kaliber 45 Auto 1911er schießen. Bin ich auch sehr gespannt. Nicht lang reden, einfach schießen, würde ich sagen. Oh, sorry Leute, der war scheiße, auf Deutsch. Anders kann ich es nicht ausdrücken, der war, oh nee, verrobbt. Also, 45er, ganz klar. Drückt ein bisschen mehr als die 9er, auch ganz klar. Was mir direkt auffällt, ist hier,
der also Werksabzug bei einer Schmeißer, das kann man eigentlich auch besser machen. Die Shooters Corner bietet Abzugstuning an. Der Reset, das merkt man ganz deutlich bei der 1911er, ist sehr hakelig. Anders kann ich es in diesem Moment tatsächlich nicht ausdrücken. Wenn der Abzug zurückkommt und er geht in Reset rein, fühlt sich ein bisschen strange an. Wir gucken mal bei den zweiten 5, wie er sich da verhält. Vielleicht ist es nur, weil ich jetzt diese Xauer vorher geschossen habe. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ja, der Reset fühlt sich irgendwie total komisch an. Oh, der war auch scheiße. Er fühlt sich irgendwie total komisch an, der Reset. Es ist, als ob der kleben würde. Sie schießt sich sehr schön, muss man ganz klar sagen. Auch eine absolute Kaufempfehlung. Aber wie gesagt, auf jeden Fall muss da was an dem Abzug gemacht werden. Weil in dem Moment, wenn ich in den Reset reingehe, als ob da... Ich weiß nicht. Fühlt sich ganz komisch an. Ganz komisch. Ja. Gleich. Fühlt sich seltsam an.